Salut, das ist Kibolidis Direkt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Heute geht es um das Thema Liebe auf den ersten Blick und Beziehungen. Wow, das hört sich an wie irgendeine komische Psychotanten-Folge. Ich starte den Timer und ich muss gleich sagen, erstens, es kann sein, dass es gecuttet wird. Das bedeutet, ich habe gerade eine SD-Karte drin, die einfach, wann sie auch immer Lust hat, die Aufnahmen beendet und dann muss ich halt nochmal drauf drücken, damit es weiter läuft, aber es ist auf jeden Fall ein One-Shot. Ich werde auf jeden Fall die nächste Aufnahme dann hinten dranhängen. Und ich muss mir das aus meinem harten Getränk hier trinken, weil gestern die WM war und ich echt eine angekratzte Stimme habe. Genau so. Madre mia. Also, Liebe auf den ersten Blick. Ich kann gleich mal voraus spoilern. Ich glaube, Liebe auf den ersten Blick gibt's nicht. Jeder, der das schon mal erlebt hat, dass er jemanden angesehen hat und diese Liebe gespürt hat, hat gelogen, denn das Gefühl bzw. wurde ein bisschen ausgetrickst von seinem Körper und seinen Hormonen, denn das Erste, was man bei einem Menschen spüren kann, wenn du jemanden ansiehst und du spürst Liebe, also du würdest sagen, du schaust ihn an und du bist Hals über Kopf in ihn verliebt, dann ist das entweder die oberflächlichste Tat, die man ever erleben kann, oder was ich eher glaube, ist, dass du jemanden attraktiv findest, dass du jemanden hübsch, dass du jemanden schön findest. Das geht. Das heißt, du schaust ihn an und du findest ihn einfach entweder von seinem Aussehen oder, was wahrscheinlich noch wahrscheinlicher ist, die Ausstrahlung, seine Mimik, Gestik, Tonlage, was auch immer das für... Gibt es ja ganz viele Aspekte, wo man irgendwie einen Partner aussucht. Ich glaube, dass es Attraktivität ist, dass du jemanden ansiehst und sagst, wow, der ist echt... Der ist ein Mensch, der ist einfach interessant, der ist mega hübsch. Und das kann auch passieren, wenn du jemanden bereits liebst, dass du andere attraktiv findest. Das ist also nicht verwerflich, du musst dich jetzt nicht schuldig fühlen, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast und gehst raus auf die Straße und siehst jemanden und denkst so und du bekommst Herzpochen und denkst, fuck, der ist ja echt so cool. Das hat erstmal nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist etwas, das ich irgendwie entwickeln muss. Ich habe es in der Ask-Antwort mal so beantwortet, Liebe ist eine Pflanze. Das bedeutet, ich muss was trinken, nee, geht's noch Hals. Boah. Das bedeutet, du kannst es erst spüren, wenn die Pflanze gewachsen ist. Vorher ist da dieser Samen in deinem Körper. Ja, genau. Lacht mal. Total lustig. Ich sag's mal, in der Erde ist ein Samen. Du weißt, dass der Samen da ist. Das heißt, du weißt, irgendwann wird die Pflanze wachsen. Du weißt nicht wann, du weißt nicht wie und du weißt nicht wo. Du weißt nur, dass es da ist. Und wenn du jemanden ansiehst, dann kann es sein, dass du dieses Attraktivität ist eigentlich sowas von deinem Unterbewusstsein, wo dir sagt, hey, wenn du dem Ganzen eine Chance geben würdest, dann könnte da etwas wachsen. Was natürlich ist jetzt nicht bedeutet, den du attraktiv findest, kannst du auch irgendwann lieben. Das wäre doch sehr oberflächlich, wenn man sagt, der gut aussieht, den kann man lieben. Das ist ein bisschen eher unwahrscheinlich. Ich glaube, Liebe ist doch irgendwie vom Schicksal bestimmt. Also ich glaube eigentlich generell nicht an Schicksal. Ich glaube, alles, was du tust, hat eine Wirkung, aber du kannst es selbst bestimmen. Die Wirkung kannst du nicht bestimmen, aber was du tust, kannst du bestimmen. Aber in dem Fall würde ich echt sagen, dass es fast Schicksal ist, jemanden zu treffen, den du attraktiv findest und dann irgendwann liebst. Es ist also quasi ein Prozess, Liebe. Und dann kommt irgendwann dieses gesellschaftliche Konstrukt, was man Beziehung nennt. Also ich will jetzt hier, ich muss echt aufpassen, was ich jetzt sage, weil das kann sehr negativ klingen, muss es aber nicht, denn ich denke erstmal, Beziehungen sind unnötig. Wenn du jemanden liebst, wenn du jemanden wirklich aus vollstem Herzen liebst, sag mir mal einen Grund, warum du mit ihm in eine Beziehung gehen willst. Richtig. Du wirst es jetzt schon ein bisschen für dich beantwortet haben, weil du dann irgendwie der Welt zeigen willst, dass du mit ihr in einer Beziehung bist. Aber das ist doch irgendwie mega egoistisch. Also, ich muss jetzt echt aufpassen, was ich sage. Nimm mir das jetzt echt nicht zu krumm. Weil ich bin schon für Beziehungen, auf jeden Fall. Weil es ist eine gesellschaftliche Konvention, ein Konstrukt, was von der Gesellschaft erfunden wurde, was man auch irgendwie annehmen muss. Aber wenn man echt mal drüber nachdenkt, was bringt es, wenn du jemanden echt liebst, mit dem in eine Beziehung zu gehen? Stell dir vor, du und den Menschen, den du über alles liebst, ihr seid noch die einzigen Menschen auf diesem fucking Planeten oder ihr seid auf einer einsamen Insel. Würdest du zu ihr sagen, komm, wir gehen in eine Beziehung? Nein, natürlich nicht. Du würdest sie einfach lieben. Ja, da war der Cut. Woo! Okay, es ändert nichts an dem Gefühl, wie du jemanden liebst, wenn du mit ihm in eine Beziehung gehst. Okay, also ich versuche das, also das kann sehr negativ klingen, auf jeden Fall. Ich kann es dann wiederholen. Ich scratche ja. Ich muss dann wieder was trinken, mein Hals kratzt gerade ab. Ich würde sagen, die Beziehung wurde von der Gesellschaft erfunden,
um eine, oh, jetzt kommt's, oh, jetzt kommt's, jetzt werde ich gleich geflankt, um eine Treue zu erzwingen. Das musste ich erstmal setzen lassen. Ich denke, eine Beziehung wurde von der Gesellschaft erfunden, um Menschen dazu zu zwingen, treu zu sein. Und das ist etwas, was ich mega, 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 mega schlecht finde. Denn wenn du jemanden liebst, dann bist du ihm treu, weil du ihm treu sein willst. Weil du natürlich noch andere Menschen attraktiv findest, was ich jetzt schon gesagt habe, aber du würdest ihn einfach nicht verletzen wollen, weil du ihn liebst. Du würdest jemandem nicht treu sein, weil du mit ihm in einer Beziehung bist und du ihm treu sein musst, sondern weil du ihm treu sein willst. Und deswegen finde ich, sind Beziehungen natürlich von der Gesellschaft akzeptiert und deswegen würde ich auch natürlich Beziehungen bejahen. Aber ich denke generell, wenn ich jemand liebe, dann brauche ich nicht mit ihm in eine Beziehung zu gehen, um ihm treu zu sein. Denn Beziehungen haben doch wirklich nur den Grund, denk mal drüber nach, Beziehungen haben nur den Grund, den Partner dazu zu bringen, das offiziell zu machen und ihm treu zu sein. Und das brauche ich nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich ihn einfach. Das ist ein Gefühl, das ist da. Das kannst du nicht. Du kannst niemanden dazu zwingen, vor allem treu zu sein. Denn Druck erzeugt nur Gegendruck. Und wenn du jemanden zwingst, dazu treu zu sein, dann würde er eher fremdgehen, wie wenn er sich selbst dazu entscheiden würde, dir treu sein zu wollen. Das bedeutet, wenn du jemanden liebst, lieb ihn einfach. Genieß einfach das Hier und Jetzt und versuch nicht, mit ihm in eine Beziehung zu kommen. Weil das braucht eure Liebe nicht. Natürlich, von der Gesellschaft ist das ja irgendwie so, wie oft haben wir es eigentlich schon Gesellschaft gesagt, ist das so ein bisschen konstruiert worden und deswegen ist es schon existenziell wichtig für eine Liebe, dass man auch irgendwann dann den Schritt in eine Beziehung geht, weil das einem auch irgendwie bewusst macht, dass man jetzt einen Schritt vorwärts geht, dass man mehr mit ihm machen will. Und es ist ja auch irgendwie der Schritt, bevor man auch heiratet, dass man quasi da schon mal was offiziell macht und dann, so, weil vielleicht braucht man den Schritt einfach. Aber generell würde ich sagen, braucht man eigentlich eine Beziehung nicht, wenn man jemanden liebt. Es geht um das Gefühl. Es geht nicht darum, dass ich sage, Freifick für jeden, sondern ich sage, Liebe braucht keine Beziehung. Und da war schon wieder der Cut. Madre mia. Ich muss jetzt sowieso, glaube ich, gerade auf die Uhr schauen. Ja, es ist schon 7 Minuten rum. Ich beende das Ganze jetzt schon mal. Das nächste Thema, über das ich reden werde, ist Vertrauen. Und das ist auch ein Thema, was wirklich, ja, da glaube ich, wissen manche gar nicht, was bedeutet eigentlich ernsthaftes Vertrauen. Wenn euch jetzt schon mal das hier interessiert hat und euch das Video Vertrauen interessieren wird, gebt den Ganzen einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann morgen mit dem nächsten Teil zum Thema Vertrauen in einer Beziehung. Mann, ich höre mich an wie hier so ein Beziehungsratgeber. Aber ich habe euch gleich von Anfang an gesagt, dass das Thema Liebe ein Thema sein wird, über das ich nicht in einem Video referieren kann. Und deswegen zieht sich das gerade so ein bisschen in Dr. Sommer-Style so ein bisschen weiter, ne? Aber ich würde sagen, bis dahin, haut rein, euer Race-Team.